Kapitel 2 Ruf des Waldes. Die Sonne war inzwischen aufgegangen, auch wenn sie immer noch sehr tief stand. Langsam aber sicher hatte sich das gesamte Dorf versammelt und Flamme begann etwas nervös zu werden. Wusste er wirklich alles, was er wissen musste? War er gut genug ausgebildet? Nur noch der Dorfvorsteher fehlte, um die Gruppe der Gemeinschaft zu vervollständigen und die Herausforderung zu beginnen. »Hey, Flamme!« Sol sprach leise, bedacht darauf, dass ausschließlich sein Bruder ihn hörte. »Wer schneller fertig ist, gewinnt, ja?« Bevor Flamme überhaupt antworten konnte, forderte ihre Mutter die beiden jungen Pokémon zur Ruhe auf. Ein langsames, großes Pokémon trat auf die Brücke mitten im Zentrum des Hauptplatzes. Ein recht altes Kamerupt. Dorfvorsteher Kamerupt. »Ich grüße euch, Dorf. Schöner Tag heute, nicht?« Kurz verstummte er, auch wenn das große Mann keine Antwort erwartete. »Ein guter Tag für eine Kriegerprüfung. Sol, Flamme, tretet bitte hervor, ihr beiden.« Vorsichtig traten die beiden Schüler aus der Masse hervor. Die Blicke Kamerupts fielen auf sie. Entspannt und entspannend, wie gewohnt bei dem Dorfvorsteher. »Heute ist euer großer Tag gekommen. Euer 19. Lebensjahr ist vollendet. Heute liegt es an euch beiden zu beweisen, dass ihr bereit seid, eure Ausbildung zu beenden. Zwar sollten alle die Prüfung kennen, aber ich wiederhole es trotzdem noch einmal. Jeder Krieger unseres Dorfes wird durch ein Licht symbolisiert. Eine Kerze im Schrein des Waldes. Egal ob noch am Leben oder bereits verstorben. Dort lebt jeder Krieger unseres Dorfes weiter. Und um dorthin aufgenommen zu werden, liegt es an euch, heute eure Kerzen zu finden. Wenn Terrus euch akzeptiert als seine Krieger, dann werdet ihr im Norden und Süden jeweils einen Weg voller Spuren und Hindernisse finden. Seid vor dem Sonnenuntergang zurück mit euren Symbolen, so habt ihr die Prüfung bestanden. Die Regeln dürften euch nicht fremd sein. Wenn doch, ist eure Ausbildung noch nicht so weit und ihr möget eure Stimme nun erheben.« Es folgte Stille, zur Überraschung von niemandem. Natürlich wären die beiden bereit. Nicht nur waren es mutige und entschlossene Schüler, es waren die Söhne des größten Kriegers des Dorfes, so dachten alle Bewohner. »Gut, das hatte ich erwartet. Nun dann, Sol, begib dich zur großen Eiche im Norden. Dort beginnt deine Herausforderung. Flamme, die Birke im Süden wird dein Startpunkt sein. Wenn es dann noch Fragen gibt, dann meldet euch jetzt zu Wort. Ansonsten denkt daran, Terrus selbst wird euch leiten auf dem Weg, den er heute bestreitet. Sein Zorn wird euer Strafe sein, solltet ihr gegen die Regeln verstoßen. Und nun auf, die Zeit läuft.« Sol sprintete sofort los nach Norden. Er war schon seit Monaten entschlossen, diese Prüfung mit Bravour zu meistern und ihm lag auch etwas daran, seinen Bruder zu übertrumpfen. Und diesen Sieg konnte er auch gerne haben. Flamme lag nichts daran, diese Prüfung schneller zu bestehen. Natürlich machte er sich trotzdem auf, denn Erfolg wollte er schon haben. Es dauerte nur Minuten, bis sich ein großer, schwarz-weißer Stamm vor dem Vulpix in die Höhe erstreckte. Einer der vier größten Bäume des Forstes. Im Zentrum der vier, das Dorf. Dorfvorsteher Kamerupt hatte es ihm bereits angekündigt. Hier würde seine Suche beginnen. Das Objekt der Begierde war im Prinzip eine simple Kerze. Doch die Legenden des Dorfes besagten, dass diese ein Geschenk des Terrus an jene war, welche er als Bewohner seines Dorfes annahm. Sobald die Kerze eines Pokémon brannte und im Schrein des Waldes stand, war jenes Pokémon ein Krieger, unter voller Anerkennung der Waldgottheit. Und so überprüfte Flamme diesen Ort im Bewusstsein der bevorstehenden Spurensuche. Welcher Teil seiner Ausbildung könnte ihm hier den Weg zu einer Spur eröffnen? Kurz überlegte er, doch schnell wirkte es für ihn eindeutig. In den ersten 2 Jahren der Ausbildung, welche im Alter von 9 Jahren begann, erlernten Schüler des Dorfes, die Bäume in ihrer Region zu erklimmen und zu bezwingen. Natürlich unterbrochen von anderen Lehrstunden. Schnell bestieg das Vulpix den Baum. Ohne Probleme erreichte er die Spitze. Er war nun sehr weit oben, über den meisten Bäumen des Waldes. Von hier aus erkannte er die Lichtung des Dorfes, auch wenn die Häuser alle verdeckt wurden. Ebenfalls sah er die Eiche, die Tanne und die Buche,
die anderen vier großen Bäume. Auf einem der vier schien sich etwas zu befinden. Nicht etwa ein Hinweis für Flamme, sondern ein anderes hinweissuchendes Pokémon. Sol hatte einen Startvorsprung gehabt, war allerdings nie der beste Kletterer gewesen, anders als sein Bruder. Gleichzeitig fand Flamme hier einen Gegenstand, welcher nicht auf eine Baumspitze gehörte. Ein einzelnes Stück Moos, völlig lose auf den Blättern. Es musste der Hinweis sein. Schneller folgte der Abstieg, der Hinweis deutlich für den ausgebildeten Schüler. Moos wuchs immer nur an der Westseite von Buchen. Somit musste dieser Fund ihn nach Westen schicken wollen. Diese Vermutung bestätigte sich, als nach etwa einer halben Stunde Fußmarsch ein Baumstumpf im Weg stand, völlig von Moos übersät. Nur eine einzige Stelle des Stammes war nicht verdeckt. Eine, in welche das Stück, das Flamme gefunden hatte, genau hineinpasste. Hier irgendwo musste sich ein neuer Hinweis befinden. Wieder sah er sich um. Was genau gab es an diesem Ort? Kleine Sträucher, an einigen von ihnen wuchsen Beeren. Unzählige Bäume, logischerweise in einem Forst. Eine kleine Pfütze, in der ein Blatt herumschwamm. Von all diesen Dingen war jedoch allein der erste Punkt von Interesse. Die Beerensträucher. Über all die Pflanzen verteilten sich zahllose Sinelbeeren, so wie es sich für diese Region gehörte. Umso mehr stach die einzelne gelbe Frucht hervor, welche sich zwischen all die Sinelbeeren mischte. Bei genauerem Betrachten stellte Flamme fest, dass diese nicht am Strauch angewachsen war. Sie lag lose zwischen den Ästen, völlig fehl am Platze. Zu sehr, um kein Hinweis zu sein. Ein Hinweis, der nach Norden führte, in den Tannenwald. Denn dort wuchsen diese gelben Früchte, Zitrubeeren, im Normalfall. Bisher verlief die Prüfung prima und an keiner Stelle musste Flamme überhaupt länger zögern. Wieder verfolgte er so eine Weile den Pfad nach Westen, bis er an das Ufer des Baches kam, welcher auch das Dorf durchquerte. An dieser Stelle gab es jedoch keine Brücke und der Bach war deutlich größer. Auf der anderen Seite des Wassers reihte sich eine ganze Ansammlung an Zitrussträuchern auf. Lektion 4 der Ausbildung, wichtig wie unangenehm für Feuer-Pokémon, das Schwimmen. Es war sonnig, kein Wind wehte, es hatte vor 4 Tagen zum letzten Mal geregnet. Diese Bedingungen waren ideal für die Durchquerung des Baches, welcher seicht wie selten zuvor war. Somit stellte auch dies Flamme kaum vor eine Herausforderung. Auf der anderen Seite des Baches fanden sich nun also die ewigen Sträucher wieder, einer von ihnen vermutlich den nächsten Hinweis liefernd. Und auch hier zahlte sich erneut das geschulte Auge des Fuchses aus, welcher sogleich zwischen den zackigen Blättern der Gewächse ein deutlich runderes entdeckte. Definitiv nicht zu einem Zitrusstrauch gehörend, vor allem, da es genau wie die letzte Beere nicht mit dem Gesträuch verwachsen war. Ein Eichenblatt. Kamerupt hatte wirklich vor, die Prüflinge einmal quer durch den ganzen Wald zu scheuchen. Der Mittag war angebrochen, aber vermutlich stand die Prüfung ihr am Ende bereits relativ nahe. Zumindest war Flamme sich sehr sicher, dass er im Eichenwald seine Kerze finden würde, so wie Sol im Birkenwald. Also auf nach Nordosten. Zumindest wäre dies der Weg der Prüfung. Allerdings erstreckte sich im Westen eine Grotte, dies erkannte Flamme aus der Ferne. Weit ab vom Prüfungspfad, mindestens 1 Stunde jeweils hin und zurück. Alleine sichtbar, da sie in einem Tal lag, welches man von dieser Stelle gut überblicken konnte. Ein völlig irrelevanter Ort, nichts, was Flamme interessieren musste. Oder sollte. Das wusste er selber. Wenn er sich nur selbst von der Unbedeutendheit des Ortes überzeugen könnte. In dem Moment, in welchem das Vulpix das Felsgebilde in der Ferne erblickte, konnte er seine Augen kaum noch abwenden. Irgendetwas war dort. Irgendwie schien diese Grotte ihn zu rufen. Er durfte nicht vom Weg abweichen. Sich ablenken zu lassen war das schlimmste Vergehen bei der Kriegerprüfung. Er musste weiter nach Nordosten, dorthin, wo die Hinweise führten. Aber dieser Drang. Es konnte doch kein Zufall sein. Wieso würde ihm diese Höhle so seltsam vorkommen? Aber er könnte sie doch bestimmt auch aufsuchen, sobald er die Prüfung bestanden hatte, oder nicht?
Warum dann? Warum sträubte sich jedes Haar im Fell des Fuchses dagegen, nach Nordosten zu reisen? Wenn er den Umweg nun machen würde, dann könnte er die Prüfung immer noch vor Sonnenuntergang abschließen, richtig? Gegen jeden Sinn und Verstand entschied sich das Vulpix also, vom Pfad seiner Prüfung abzukommen. Der Ruf der Grotte war zu stark. Und so machte er sich auf. Die Sonne glitt über den Himmel. Die Zeit schien noch schneller zu vergehen als zuvor. Die Grotte kam kaum näher. Aber doch wurde ihr Ruf stärker. Irgendetwas war dort. Irgendetwas, was gerade ihn benötigte. Bald erreichte Flamme also den Eingang in die Dunkelheit und trat hinein, ohne zu zögern. Kein Licht erhellte den Innenraum der Grotte. Zumindest nicht, bevor Flamme eintrat. Für ein Feuer-Pokémon war dies jedoch nicht wirklich ein Problem. Leer, aber doch ewig erstreckte sich das Höhlensystem. Der Pfad immer weiter nach unten ausgerichtet. Unzählige Abzweigungen erfüllten das Labyrinth. Doch immer wenn eine von ihnen auftrat, zögerte der Schüler nicht einen Moment. Tiefer und tiefer drang er ein, bis bald ein grünes Licht in der Ferne erschien. Ein großer, leerer Saal erstreckte sich hier, tief unter der Erde vor dem Vulpix. Kristalle überdeckten all die Wände, strahlend in allen Farben des Regenbogens. In der Mitte stand auf einer Art Podest ein einzelnes Stück. Ein Kristall von vielen, Quelle des grünen Lichtes. Doch gerade dieser eine Stein fühlte sich so anders an. Er war es, was Flamme an diesen Ort gerufen hatte. Vorsichtig näherte sich der Fuchs, zögerlich griff er nach dem Kristall. Nichts geschah bei der Berührung. So entschied sich Flamme, dass er das Stück einpacken sollte. Vielleicht könnte jemand im Dorf ihm weiterhelfen. Nun also, mit seinem neuen Fund im Gepäck, verließ das Vulpix die Höhle. Wobei der Rückweg simpel war, da ihm immer nur ein Weg zur Auswahl stand. Kurz darauf stand Flamme vor dem Höhleneingang. Zum ersten Mal seit dem Fund seines letzten Hinweises wieder voll auf die Prüfung fokussiert. Das Problem war deutlich sichtbar. Grellrotes Licht durchdrang den gesamten Wald. Die Sonne schwand bereits hinter dem Horizont. In spätestens einer halben Stunde müsste Flamme zurück im Dorf sein, wenn nicht früher. Und er musste die Kerze im Gepäck haben. Dabei würde eine halbe Stunde nicht mal reichen, um wieder auf den richtigen Pfad zurückzukehren. Warum hatte er sich nur so ablenken lassen? Wie sollte er denn sein Verhalten erklären können? Nun erst realisierte er die Schwere seines Vergehens wirklich. Aktiv hatte er sich der Prüfung abgewandt, abgelenkt durch eine einsame Grotte. Er hatte gegen die erste Regel der Prüfung verstoßen. Als er begann, panisch loszurennen, schossen die Worte seines Vaters wieder durch den Kopf. Bis hin zur Verbannung aus dem Dorf konnten die Strafen dafür gehen, dass er seine Prioritäten falsch gesetzt hatte. Wenn er es rechtzeitig zurück auf den Pfad schaffte, würde er vielleicht den Dorfvorsteher davon überzeugen können, dass er sich bloß verirrt hatte? Scheitern würde er inzwischen ohnehin. Das Wie war allerdings noch zu verändern. Doch all diese Hoffnungen schwanden, als Flamme mit letzter Kraft wieder hinauf zu den Zitrussträuchern sprintete. Inzwischen leuchtete der Mond am Himmel. Und zwei Pokémon warteten auf ihn, an diesem Punkt, an dem er die Route verlassen hatte. Eines der beiden Pokémon war Dorfvorsteher Kamerupt, das andere Flammes Mutter. Beide blickten stumm auf das erschöpfte Vulpix. Irgendeine Ausrede musste her, das wusste er, aber bevor er sich überhaupt etwas ausdenken konnte, begann Kamerupt zu reden. Flamme, uns ist zu Ohren gekommen, dass du trotz deiner Spur vom Weg abgekommen wärst. Uns wurde gesagt, du hättest dich mutwillig entfernt. Wir sind beide gekommen, da wir uns das nicht vorstellen könnten. Immerhin bist du ein verantwortungsvolles Pokémon, nicht? Ich dachte, es wäre von einer Weide im Westen. Ich habe erst zu spät bemerkt, dass... Spar dir deine Worte! Du kommst jetzt mit uns! Auf! Beschämt blickte Flamme zu Boden.
Er wusste, aus dieser Nummer würde er nicht so schnell wieder herauskommen. Und die enttäuschten Blicke seiner Mutter machten es nur noch schlimmer.